Und wir springen in den nächsten Teil ja rein, unsere Abenteuer mit Homeworld 3. Euch allen viel Vergnügen live auf Twitch, through your stream, kurz vor Release. Viel Spaß. Intelligence Officer Paktu. Sir? Consider this briefing to be under the sunrise on Carrick protocols. There will be no more communication from Ygara, and you are to remain calm silent until mission completion. Acknowledged. We are in the middle of an unfolding crisis. No matter what you may have heard, I assure you, it's worse. The following events occurred simultaneously across multiple major systems. Adjacent to the anomaly region. Sands and sinners. We don't really know what happened to Karen and her fleet. Just that they disappeared, and the anomaly stopped spreading. Until now. We believe these events were deliberate attacks, and that they and the anomaly are linked. Hyperspace has been weaponized. Every simulation we've run results in the total collapse of galactic civilization. This must be stopped. First, we need you to access Facility 315, where a prototype production module and supplies are in storage. We have traced the gate power flow to the Noctua 27 system, which appears to be the focus of the anomaly. You will make best speed to the Noctua 27 system. Is that understood? Understood. Until the protocols are lifted, nowhere is safe. Are you certain? Admiral out. Sir. Confirmed, Ygara. Sitchinsa, are you sure this is the optimal path? This ship is not ready. I'm not prepared. Imogen, the galaxy is not the laboratory. Karen knew this, and it allowed her to succeed where other Sajets might have failed. I'm not Lady Karen. You must see in yourself what countless others do. My precious granddaughter. Can you get us there? Yes. Generating initial nav equations now. Hyperspace jump protocols initiated. Lowering damping fins. Funneling navigation construct to course. Course, spooling to speed. All hands, prepare for hyperspace jump. On my mark. 3, 2, 1. Where am I? Intel, this is Fleet Command. Please come in. Does anyone read me? Sans and sinners, how did I get here? Your vitals are spiking, Command. Are you still mission capable? The jump, it wasn't what I anticipated. But the equation balanced out. You have that right. It was by the numbers. Numbers never lie. Hyperspace complete. Real space coordinates acquired.
Mission 2, Story-Kampagne. Allen Leuten, die ein bisschen später gekommen sind, wunderschönen guten Abend, live auf Twitch. Infos zum Spiel oben angepinnt, Posts von Chatmods regelmäßig. Wir sind in close proximity to the unmanned storage facility 315, where we will load our production module. With this module on board, we will be able to conduct unlimited combat operations. We need to recon and establish a secure area of operations. Construct probes and deploy them at these marked locations. Sonden, um den Fog of War zu lüften, sollen wir produzieren, oben bauen und forschen. Ressourcen bei 300, die haben von eben mitgenommen. Auf eine Sache muss ich euch noch hinweisen. Das kann man standardmäßig, ist in der Kampagne das so eingestellt, dass man alle Schiffe mitnimmt von einer Mission in die nächsten. Dass die Entwickler sagen, sogar alle Schüsse, alle Schrammen, die die bekommen haben, auf ihrem Panzerungen, auf ihrem Chassis, das übernimmt man mit in die nächste Mission. Das kann man auch deaktivieren. Man kann stattdessen sagen, man hätte gerne Standardflotte zu Beginn jeder neuen Mission. Oder man kann auch sagen, wenn man sich völlig verspielt hat im Rahmen einer Kampagne, die nächste Mission will ich mit einer Standardflotte schaffen. Aber im Prinzip könnt ihr, wenn ihr wollt, sehr motivierend von jeder Mission zur anderen eure Flotte weiterentwickeln, mitnehmen und auch sehen, wie die sich verändern. Auch wie die sich grafisch verändern durch die Abenteuer, die ihr eure Schiffe reinbringt. Wir bauen drei Sonden hier links. Es kostet hier 50 Ressourcen. Build probes to recon the area. Da sind sie. Wir schnappen uns mal die erste Sonde. Ich gehe mal bei der Geschwindigkeit auf 25%, damit wir es in Ruhe machen können. Ich zeige euch mal die Sonde Nummer 1. Man kann irgendwie mit WASD das Ganze steuern, nach vorne und nach unten, nach rechts und nach links und mit E und mit Q nach oben und nach unten gleiten. Das ist eine Möglichkeit und mit der rechten Maustaste kann man sich halt drehen in alle Richtungen. Das sind so die Basissteuerungssachen, die es im Spiel gibt. Wir suchen uns mal eine Sonde. Nee, das sind Rohstoffe. Die Sonden sind die grünen hier vorne. Wir können auch links einmal so aufziehen. Das sind die Aufklärer. Das sind die Sonden. Das sind die drei Sonden. Und jetzt fangen wir mit der Sonde hier vorne an. Schicken die mal rüber hier hin. Einfach Rechtsklick reicht. Es gibt auch kompliziertere Methoden. Aber so geht's auch. Ich habe zwei auf einmal, glaube ich, erfasst. Dass die nehmen wir stattdessen woanders hin. Probe is away. Probe launching. Die schicken wir dann mal da hinten hin. Und die dritte, die schicken wir dann zum letzten Ziel hin. Nämlich da hin. Also sind alle drei in einer anderen Richtung jeweils unterwegs. FI-Fokus, alles aus der Nähe sich anschauen. Und ich gehe mal mit der Geschwindigkeit wieder etwas rauf. We must establish a close combat patrol to protect the mothership during transfer. Dann kommt jetzt die nächste Aufgabe mit der F1 zurück zum Mutterschiff. Sonden sind unterwegs. Deploy recon strike craft to the locations indicated. Nächste Aufgabe, wir sollen Angriffsschiffe, Aufklärungsschiffe bauen. Das sind die, die uns zur Verfügung stehen. Das ist ein Ausklappmenü hier. Logistikschiffe, also zivile Schiffe, sind die hier vorne. Das sind die hier. Wir holen uns drei Aufklärer. Die hier vorne schon mal dafür nehmen, einmal hier vorne hin. Dispatch probes to the target areas. Coordinates confirmed. Ich glaube, das hat noch nicht mit allen Sonden gerade geklappt, ne? Wir schauen uns mal an, wo die Sonden gelandet sind.
schicken wir mit den anderen rüber. Receiving. Go for recon. Eine Aufklärung bitte darüber. Coordinates locked in. Einer dahin. Begrüß mal Andy ganz freundlich. Ich komme gerade mit seinen Leuten rüber. Ich glaube, das mit den Sonden hat noch nicht so geklappt, wie ich es gerne hätte. Mit Linksklick alles wieder abwählen. Wir scrollen einmal raus und schauen uns die Sonden an. Eine Sonde ist hier vorne. Doch, die hat es geschafft. Mit F hin. Da ist sie. Die soll hier hin. Ah, die soll hier vorne hin. Okay. Und mit Rechtsklick kann man die auf so Terrain drauf schicken. Jetzt ist sie auch dahin unterwegs. Ich hatte knapp daneben geklickt. Dann suchen uns noch die anderen bitte. Hier vorne ist einer. Einmal hier hin bitte. Kann das sein, dass es die Rückseite hier ist? Wir drehen einmal drumherum. Ist eigentlich egal. Irgendwo hier drauf. Probe is away. Einmal hier hin. Jetzt suchen wir noch die dritte und letzte. Die war. All probes in position. The outer perimeter has been established. Jetzt schauen, checken wir die auf die, die Aufklärer nochmal an. Die sind alle im Bau. Läuft, alles gut. Ja. Und die unsere Schiffchen, unsere Aufklärer. Objective complete. Sonnen sind da, wunderbar. Eines der Angriffsschiffe ist auch da, wo aufgeklärt werden sollte. First sector clear. Move complete. Acknowledged. Continue your sweep. Zweites. Den gehen wir in der Geschwindigkeit etwas rauf. Ja, hier gibt es Drops. Einfach zugucken, eingeloggt sein, das wisst ihr ja, dann bekommst du nach einer Stunde den Drops. Lieben Dank an Andy und Andys Leute. Danke an Obsidian. 10 Abos verschenkt. Ganz liebe Grüße. Danke, Obsidian. Danke. Danke für die vielen Abos hier. An Chris, an Elliot, an Torior, an Angry Cookie, an Mark Haag, an Hupfmann und so weiter und so fort. Ein Angriffsschiff muss noch irgendwohin unterwegs sein. This is command. Das da links hat noch nicht geklappt, ne? Da links müssen wir noch eins hinschicken anscheinend. Wahrscheinlich ist es in der Nähe nur. Go for recon. Da ist ein Aufklärer, einmal hier hin. Hallo Van de Wulf, hallo Excel, danke für die Arbeit. Objective complete. No movement detected in the AO. Move the mothership to the indicated coordinates and prepare to initiate loading procedures. Channel open, stand by. Mutterschiff zum Transferpunkt schicken und das ist. Oh, wir haben gar keine Rohstoffe gesammelt hier. Sollen wir das nicht auch noch schnell machen? Weil da gab es doch. Haben wir Rohstoffschiffchen hier? Eines. Nee, wir können keine herstellen. Wir haben null. Wir können gar keine Rohstoffschiffe herschicken. Hatten wir denn Rohstoffschiffe irgendwo? Wir hatten gar keine, ne? Wir hatten keine einziges Rohstoffschiff und Ressourcen sind alle. Toll, klasse. Mutterschiff F1. Transferpunkt ist hier links. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, etwa per Rechtsklick irgendwo hin. Das ist hier aber schwierig, weil im freien Raum. Alternative ist dieses Rad, schaut man ja, Bewegungsscheibe. Das heißt, einmal anklicken und mit der Bewegung der Maus bestimmt man jetzt den Punkt, die Entfernung, wo es hingeht. Relocate the mothership to the transfer point. Nämlich bis hier vorne hin. Und jetzt und mit dem, und man zieht dann auf die Höhe, wo es hin soll. Und da bestätigt man das mit Linksklick. Area designated. Gunnery. ETO confirmed.
Im Chat versuchen viele downzuloaden. Die Fleet Command Edition wird anscheinend viel genutzt. Beinhaltet unter anderem einen Season Pass, aber viele Leute wollen auf einmal zugreifen. Gibt gerade ein paar Probleme. Den Link bitte nochmal posten auf Twitch. Der führt auf die Homepage. Von dort kann man sich das Spiel holen und dann eigentlich heute runterladen und spielen. Aber es ist anscheinend so populär, dass es ganz, ganz viele Leute auf einmal haben wollen. Die Fleet Command Edition beinhaltet unter anderem auch die Deluxe Edition und die wiederum einen Season Pass mit 3 DLCs. Achtung, Stream hier, Video, das aber entsteht. Werbung habt ihr alle mitbekommen, weil finanziell unterstützt vom Publisher. Im Chat wird gefragt, ob nicht doch ein Rohstoffsammler irgendwo sei. Wir gehen uns das mal anschauen. Die hier unten? Nee, das sind Ressourcen, glaube ich. Das sind keine Schiffe. Ist hier irgend... Ah, wir haben ein Rohstoffleitschiff, tatsächlich. Dann wollen wir erstmal sammeln. Ich klicke einmal auf Sammeln. Und mit dem Schiffchen, das sich bewegt, dann brechen wir mal kurz die Bewegung ab. Das. Und jetzt gehen wir mal, weil ich will die Rohstoffe auf jeden Fall mitnehmen. Oh, das ist zu schnell. Move the mothership to the transfer area. Genau, das ignorieren wir gerade hier. Wir bleiben dicht in der Nähe und wir wollen erst die Rohstoffe hier unten einsammeln. Danke für den Hinweis im Chat. Jetzt werden alle Rohstoffe eingesammelt. Obsidian berichtet im Chat, es gäbe schon einen Tweet des Publishers auf X, auf Twitter, der das gerade untersucht wird, warum nicht bei allen der Download funktioniert. Also ich würde einfach tippen auf großes Interesse hier. Wir sammeln die Ressourcen ein. Ein bisschen, was ist noch da? Also die würde ich schon gerne mitnehmen. In der Zwischenzeit können wir uns ja ein bisschen umgucken und ich kann auch schon ein paar Eindrücke von euch sammeln zum Spiel. Oder ich kann auch noch ein paar Sachen erklären. Sonden haben wir genug. Wir schauen uns nochmal alle an. Alle Schiffchen, die wir nicht brauchen, das sind die, ich kann euch auch ein paar Funktionen noch zeigen. Das hier vorne sind die Aufklärer, die wir nicht eingesetzt haben. Group 1 assigned. Das ist die Gruppe 1 und denen geben wir jetzt mal den Befehl Bewachen des Mutterschiffs, bitte. Relocate the mothership to the transfer point. Matze bekommt vor lauter Chat lesen nichts mit, unfassbar. Ja, wir haben relativ viel Zuschauer da, das stimmt. Dann suchen wir noch die anderen Schiffchen uns an. Suchen uns die noch an. Das ist ein Aufklärer an dem Punkt, ein Aufklärer an dem Punkt. Das sind die Sonden, die wir überall strategisch verteilt haben. Oh, es sind auch jede Menge Ressourcen noch da. Ja, komm. Ich setze mal drauf, dass wir die auch so noch einsammeln können, die Ressourcen, und mach das mal zu Ende mit dem Mutterschiff. Attention. Und einmal hierhin bitte wieder schicken. Mit der Bewegungsscheibe. New heading. Move us out. Gunner, cancel cycling routines and maintain alert status. Ob wir hier nur Raumbasen bauen oder auch Schiffen? Jein, also man kann Trägerschiffe bauen. Das ist so eine Art, Tobi, das ist so eine Art Mischung von Raumbasis und Schiffen. Also schon so mobil, das, also schon so kräftig, dass es auch sich zur Wehr setzen kann wie ein Mutterschiff. Zumindest gegen schwache Angriffe, aber auch dazu da, dass dort Forschung betrieben wird, Schiffe produziert werden können und so weiter. Ja, wir können auch immobile Geschütze bauen. The mothership is in position. Transmitting activation codes now. The mothership's assets are in stable hibernation. Status, green. The station recognizes the Karkushan. Initiating transfer. She's all yours, engineering. Confirm, command.
transfer protocol is going smoothly. Tracking is good. She's lined up. Let's park this thing. Attention, main hangar personnel. Stand by to receive. Automated transfer path engaged. ETA, 5 minutes till hard capture. That's as fast as it moves, Command. Produktionsmodul dockt an und weiter. Combat alert. Unidentified units in the AO are unresponsive and have been flagged as hostile. Prepare to engage. Weapons free. Oh, sehr positiv. Ein paar der Ressourcen immerhin mitbekommen. Was wir jetzt machen können, Schiffe kommen, Flotte, unbekannte Flotte im Kampf. Wir sollten mal schauen, wo unsere Kampfschiffe sind. Die sind hier alle. Die sollten wir einmal bewegen und ausschicken. Da hinten sind die Feinde, die schicken wir einmal links raus, einmal zum Mutterschiff nochmal hin. Und dann alle Schiffe, Flotte einmal hier hinten hin. Angriffsbefehl in diese Richtung. Und einen Angriffsziel ungültig, mal gucken, wo die sind. Ach, die sehen wir nicht, die sind versteckt. Erstmal weitere Schiffe noch bauen. Noch mehr Aufklärer können wir im Augenblick bauen. Das ist das, was wir im Augenblick haben. Ressourcen sind auch genug da. Andere können wir im Augenblick nicht bauen. 11 Stück bei euch mal. Operations. Unsere Schiffe sind hier vorne. Die lasse ich doch erstmal in der Nähe hier vorne hin. Warten erstmal ab, bis wir mehr haben. Können die Rohstoffschiffe, wo haben wir die? Können die schon mal noch ein paar weitere Rohstoffe sammeln? Ach, hier vorne sind die Feinde, genau auf der gegenüberliegenden Seite. Da vorne sind sie, schaut mal. Ah, ja, ja. Go with message. Group 1 reinforced. Da oben bitte hin und angreifen. Wir machen gemischte Formationen, wir machen Delta und wir machen auf aggressiv. Weitere Schiffe entstehen. Ich würde doch aber trotzdem gerne gucken, ob wir noch Rohstoffschiffe haben, die wir noch irgendwo einsetzen können. Seht ihr welche? Das sind die Rohstoffschiffe und die sind schon unterwegs. Genau, die sind ja schon unterwegs und holen sammeln die Rohstoffe. Alles gut. Es wird geschossen. Mothership under attack. Channel open, stand by. Recon here. Bitte einmal kämpfen. Alle einmal auswählen mit F4, alle in eine Gruppe mit Steuerung unter 1, alle mit Steuerung und einem Rahmen ziehen, Angriff hier oben drauf, Formation auf Delta und die Haltung auf Aggressiv. F4 fokussieren und jetzt sehen wir, wie die rüberfliegen. Vitals are all over the place. Are you injured? Pulse rate too high.
can hear them all. What? Every ship lost. Their screams. Oh Gott, wie schrecklich. Their prayers. Their curses. All of it. Recon here. Group one reinforced. Free fire, all contact. Imogen, I... Sands and Sinners, you have to push through it. Compartmentalizing now. Good shot. Recon production complete. Wie viele Aufklärer wir produzieren sollen. 16 haben wir. Meint ihr, das reicht oder sollen wir unsere Ressourcen für noch mehr raushauen? Ich glaube, ich baue lieber stattdessen ein weiteres Rohstoff-Leitschiff, damit wir Ressourcen sammeln können. Bitte den einen Kommentar im Chat mal löschen. Rind weiß, welcher es ist. Alignment looks good. Registration's good. Begin Danke. Capture protocols. Soft capture. So. Hard capture confirmed. Power coupling engaged. Control lines green. Jetzt gehen wir mal schauen, wo das nächste Rohstoff... Ah, da kommen schon wieder Leute. Ich habe natürlich Schiss, dass sie die Rohstoffschiffe kaputt machen. Wir haben uns zu weit wegtragen lassen. Wo sind denn unsere Rohstoffschiffe mittlerweile? Hier unten, ne? Thank you, Engineering. Das sammelt automatisch. Interceptor fabrication templates installed and ready for immediate production. Beine? Beide bitte automatisch. Wir müssen da noch mehr Schiffe produzieren, das reicht nicht aus. Bis zu 30, eben wurde eine Einheit Nimit gefragt. Bis zu 30 können wir produzieren. Abfangjäger, neue Art von Schiff, das ich bauen kann. Aufrüstung hier unten. Forschung, Aufklärungsjäger und Schub. Ah, nee, das ist so eine Sonderfähigkeit. Ich soll Abfangjäger bauen. Im Augenblick kann ich nur Aufklärer bauen. Die stehen noch nicht zur Verfügung. Vielleicht kommen die jetzt. Mal gucken. Da stehen sie zur Verfügung. Das heißt, wir brechen hier oben den Bau komplett ab per Rechtsklick. Und gehen auf Abfangjäger bauen. Die sind ab jetzt freigeschaltet, stecken da alles rein. Wir müssen einmal gucken, wie wir die... Eigentlich sollte man die per Rechtsklick alle abwählen können. Facility 315 has released resources during the transfer. Genau, und jetzt hier den Abfangjäger. Use resource controllers to collect. Ach, die muss ich erst freischalten durch Forschung. Und welche Forschung ist das? Ach, das ist die Forschung, die jetzt einmal durchläuft. Einmal, also jetzt haben wir eine Forschung, die läuft durch, damit wir die danach dann bauen können. Alert. Another enemy wave is approaching.